Das ist der erste deutsche Großfilm nach dem Kriege, an den Hollywood glaubt, und es beteiligte sich in Millionen-Dollar-Höhe. Steiner, das Eiserne Kreuz. 6 Oscar-Preisträger, eine internationale Starbesetzung und eine Elite deutscher Schauspieler gestalteten diesen gewaltigen Film unter der Regie des US-Star-Regisseurs Sam Peckinpah. James Coburn, Maximilian Schell, James Mason, Klaus Löwitsch, Vadim Glowner, Senta Berger. Sam Peckinpah, einer der größten Regisseure des Actionfilms, gestaltet dieses Meisterwerk nach dem Roman Das geduldige Fleisch von Willy Heinrich. Eine erbarmungslose Abrechnung mit Diktatur und dem Wahnsinn des Krieges.